Ahoi, liebe Leute, willkommen zurück auf der Karte des großen weiten Meeres. Und es ist Zeit, dass sich Lana einen stärkeren Zauberstab sucht und den bekommt sie hier beim Promi-Treff. Wer denkt sich denn eigentlich immer diese Namen für die Schlachten aus? Egal. Soll meinetwegen so sein, empfohlenes Element ist ja auch Wasser, das heißt, wir können das Portal leider noch nicht so wirklich in Aktion sehen, aber das ist im Moment nicht so schlimm. So, Stab, habe ich einen mit 3 Sternen, habe ich eigentlich irgendeinen mit 5000, das ist aber dann ein Stern, das ist nicht so gut. Sternbonus, okay, der hätte Materialbonus, aber... Nee, egal, ich nehme den mit Erfahrung plus, ist mir, ich brauche eine, je stärker, desto besser, sage ich einfach, ne? Je stärker, desto besser. Und ich nehme mal meine Wasserfeen-Gefährtin mit, einfach damit ihr die mal während der Filme gesehen könnt. Und ich habe so darum gebetet, dass es Eulenstatuen geben würde und es gibt welche. Nice. So, Toonlink ist derjenige, der hier nicht fliehen darf und auch hier gibt es wieder Offensiv- und Defensiv-Spezialisten. Haben wir zum letzten Mal die Bekanntschaft gemacht, dass wenn wir die retten, dass die uns dann auch helfen. Wenn nicht, werden die von den anderen Truppen abgeworben und das ist dann blöd. So, der Westplatz hat einen Schatz und der Südostbaum auch. Okay, ich glaube, ich gehe erstmal... Wo gehe ich als erstes hin? Am besten erstmal Eulenstatuen aktivieren. Das ist am wichtigsten, da kann ich mich porten. Also, let's go! Ja, leg dich ins Zeug, Link. So, ich gehe gleich mal hier oben zu der einen Eulenstatue hin. Und kann auch gleich mal den Nordplatz erobern. So, besiege Pyroma zusammen mit Link. So, besiege Hauptleute, bis der Feldmarschall sich zeigt. So, da ist schon mal der Kommandant. Das ist der Allerhand, sagte der Kommandant. Und da ist er auch schon tot. So. Mal das gleich mal eingenommen. Ich habe die Festung bald erobert. Naja, klar doch. Stufe 42 ist auch auf jeden Fall stark genug. Auf jeden Fall. So. Hier gleich mal runterjumpen. Schwupps, so. Feindliche Hauptleute haben es natürlich jetzt auf meine Einheiten abgesehen. Und ich muss jetzt retten. Jetzt gibt es auf die Fresse. Zum Beispiel hier drinnen. So, wachse und gedeihe, Dekobaum. Lass deine Wurzeln sprießen. Ja. Yeah. Erstmal der Dekobaum erschienen. Das ist so ein geiles Ocarina of Time Easter Egg. So, die Truppen von Link haben den Offensivspezialisten schon gerettet. Na, das ging ja schnell. Das ging ja echt schnell. Wir werden die Feinde besiegen. Verlassen uns auf euch auf uns. So. Der Festungskommandant ist auch schon draußen. Der Offensivspezialist drückt gegen die anderen Truppen vor. Ich bitte darum. So, die anderen Truppen wollen die verbündeten Einheiten abwehren. Nein, das werdet ihr nicht tun. So, rette die verbündeten Einheiten, bevor sie die anderen Truppen tun müssen. Sonst bist du scheiße. Ja, ich bin dabei. So, Pyroma ist jetzt nicht auf meiner Seite, sondern der ist ja von den anderen Truppen. Der will ja abwehren. Was zahlt er denen wohl, wenn er die abwirbt? Hm? Kriegen die einen guten Sold? Oder nicht? Mann, jetzt können wir mal kacken. So, und wir haben irgendwie auch schon den Defensivspezialisten gerettet. Obwohl ich bei dem noch gar nicht war, ich weiß nicht, oder war der jetzt direkt hier irgendwo? Ist egal. Wir haben beide gerettet. So, wo bist du hin, Fetti? Bleib mal schon hier. Wir werden den Schutz übernehmen. So, Defensivspezialist mit Link beschützen drückt vorher, ja. Das ist auch wünschenswert. So, da hinten sind Rekrutierer. Die sollte man auch schnell besiegen, weil sonst rekrutieren die wiederum die rote Einheit oder umgekehrt. Warte mal, das sind... Okay, nee, das sind die Gelben. Also die Gelben würden die Roten rekrutieren und... Oh nein, jetzt... Mann, Handler-Tentakel, really? Nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. So, Mann, Handler-Tentakel bombardieren... Mann, beweg dich! Die haben wir noch gefehlt. Warum ausgerechnet beim Handler-Tentakel? Warum ausgerechnet hier? Sorry! Was auch immer das heißen soll, ich verstehe nicht, was sie sagt. So, komm. Oder, nee, warte mal. Wo? Achso, nee, hier ist zu. Ich muss erst noch Eulenstatuen aktivieren. Ah, komm, hier sind... Achso, nee, ich kann immer noch nicht. Ich kann immer noch nicht Magie nutzen, ich Idiot. Ich dachte, ich könnte, aber ich kann noch nicht. Ich habe noch zu wenig. Voll verscherzt. So, hier haben wir noch eine Eulenstatue. Bitte schnell aktivieren. So.
Jetzt erstmal Karte checken. Wo sind denn diese Tentakel überhaupt? Ich glaube, einer müsste links oben sein. Es sind diesmal sogar nur zwei. Rechts oben und links oben. Okay, Quelle der Göttin da und dort. Alles klar. Interessant, dass es diesmal nur zwei sind. Sonst sind es eigentlich immer drei. Eigenartig, aber ist mir eh lieber, wenn es nicht so viele sind. Aber die machen die ganze Schlacht so super ätzend nervig. So, hier ist auch nochmal der Ohrenstart und damit haben wir alle aktiviert. So, Stoßgruppen haben hier nichts zu suchen. Halt die Fresse! So, direkt wieder raus. Erobern kann ich später. Achso, Moment, ich kann mich ja sowieso... Kann ja jetzt sowieso flöten. Achso, nee, links unten fehlt ja auch noch eine Ohrenstarte. Aber macht nichts. Halt, ich wollte hier hin. Nicht, dass ihr das so in die falsche Ohrenstarte anbietet, das wäre auch nicht so toll. So, links unten ist ja auch noch eine, die habe ich noch nicht aktiviert. Alter, die nerven so derbe. Aua, seht euch das an, man wird sogar davon weggestoßen von diesen dämlichen Kernen. Du Mistgeburt, wo kommst du überhaupt her? So, jetzt haben wir den Bomberdemon endlich ein Ende bereitet, das ist doch nicht zu fassen. Ich hasse nichts mehr, als wenn Manhandler-Tentakel auftauchen. Es ist einfach, die sind einfach so unnötig. Und hässlich natürlich. So. Finsterwaldfestung erobert. Jetzt wird man einen Vorteil haben. Ja, durchaus. Ja, Feenahrung. Wie gesagt, ich warte ganz bewusst immer noch auf die richtige Nahrung für meine Feuerfeengefährtin, die ich hier geben kann. Und soweit ich informiert bin, kriegt man irgendwo hier ein bisschen später auf der Wind Waker-Karte eben genau so eine Nahrung. Weil die Nahrung hat ja ebenfalls ein Element, so wie eben auch die Feengefährten ein Element haben. Und nur wenn man denen die richtige Nahrung gibt, steigt halt auch dann, wenn sie diese sekundäre Fähigkeit auf Level 25 und 50 erlernen, halt das richtige Element an. Weil sonst kriegen die den falschen Skill und das passt dann einfach nicht zusammen. Das ist dann halt blöd. So. Und so eine Feuerfeengefährtin, die hat am liebsten Suppe oder Fleisch, solche Sachen. Und ich habe nichts davon bisher bekommen. Weil es das auf der normalen Abenteuerkarte auch gar nicht gibt. Aber hier soll es das halt irgendwo geben. Zumindest eine Suppe, glaube ich. So eine köstliche Suppe. Die muss es irgendwo, auf irgendeinem Feld muss es die geben. So. Schon wieder Pyroma. Okay, Achtung. Die ist echt hübsch. Zack. So, wir haben die 1000 K.O.s. Skulti wurde gesichtet, die ist direkt hier in der Nähe. Lass mich raten. Ja, die ist hier in der Sackgasse. Obvious. Und ich hab sie. Du solltest dich auch so ins Zeug legen, Link. Ja, warum macht der eigentlich die ganze Zeit nichts? Der steht nur dumm rum und macht nichts. Ich hab mich halt ins Zeug gelegt, ne? Sag ich doch. So, jetzt mal mit ein paar Bomben. Hä, Pyroma, bist du Bomben? Lampenmüllseile Bomben? Ich habe aber leider nur Bomben. Das andere ist gerade ausverkauft. So, was für ein Spacko. Hä? Lol, das ist jetzt schon der Festungskommandant. Dauert nicht schlecht. Sorry. Was, sorry? Wir sind hier nicht bei Tales of the Siria. Was redet ihr eigentlich immer? Ah, keine Ahnung. So. Gut, 1200 K.O.s, aber ich habe ja noch irgendwie... Wo war denn jetzt nochmal ein Schatz? Ah ja, beim Westplatz, da drüben und beim Südostbaum. Ah, okay. Alter, wo kommen diese fetten Schwabbelwabbels wieder her? Verpiss dich! Drop dein Material und dann geh! Dankeschön, so. So schlecht finde ich den Stab jetzt eigentlich auch nicht. Aber das Portal geht viel mehr noch ab. Bin ja wirklich gespannt, ob wir das eigentlich auch noch hier auf dieser Karte finden werden. Aber eigentlich müssten auf der Wind Waker-Karte alle Stufe 2 Waffen sein, die man im Legendenmodus nicht bekommen hat. Müsste man eigentlich alle bekommen. So. Ah, hier können wir jetzt wieder einen fahren lassen. Damit kann man einfach am allerschnellsten so eine Festung säubern. Hier. Mit einem Schlag alle ausgelöscht. Und ey, das ist ja nur Geld.
fies. Ist natürlich nur Geld, aber ich brauche sowieso Rubine. Das Blöde ist halt, es ist zwar einerseits gut, dass man sich Itemkarten neuerdings ja kaufen kann in der Definitive Edition, aber andererseits geht das halt eben mächtig ins Geld. Weil manche, habt ihr ja gesehen, manche Itemkarten kosten 10.000 Rubine, manche sogar 20.000. Und naja, das ist halt, das summiert sich dann. Man braucht quasi nur 5 20.000 Itemkarten kaufen und schon ist man 100.000 Rubine los. Das ist ja verrückt. Völlig verrückt, völlig verrückt. So, ach komm nochmal. Macht gerade so viel Spaß. Und da ist jetzt endlich mein Herzcontainer drin. Her damit! Sagte ich Herzcontainer, ich meinte natürlich Herzteil. Bringe ich auch jedes Mal durcheinander. Bringe ich jedes Mal durcheinander. So. Na gut. Jetzt können wir aber Schluss machen. Ich habe 1600 Codes, also der Arrang ist mir sicher. Das Ganze dauert doch gerade mal 9 Minuten. Also, Proma, ich glaube, du kannst kacken gehen. Wobei ich mich frage, wo der. Ihr wisst schon was, hat. So gewisse Körperstellen sieht man bei ihm noch nicht mal. Wahrscheinlich unter seiner ekligen Robe verborgen. Das will keiner sehen. Dieses Lachen vom Dekobomb. Neue Waffe erhalten. Kokiri-Stab. Ein Ast des Dekobombs mit dem Stangenarm. Siehst du einen Samen des Dekobombs, der nach einiger Zeit keimt. Was dann passiert, wirst du schon sehen. Der sieht auf jeden Fall schon mal viel besser aus als der erste Dekostab hier. Kokiri-Stab. Aber es gibt ja noch stärker. Gibt ja da noch Stufe 3. Und Stufe 4. Und Stufe 4 Plus. Holy shit. So, gib mal alles her. Und, aha, hier sammeln wir, also wir sammeln hier auf der Karte schon mal für zwei verschiedene Bilder die Bildfragmente zusammen, alles klar. So, Putputfrucht bekommen und hier können wir sie gleich wieder verfüttern. Wohlbekomm's. Da holen wir uns doch direkt noch ein neues Kostüm mit Girahim. Ah, den habt ihr bis jetzt eh noch nicht so in Aktion gesehen, oder? Nur so ein bisschen. Besiege das erste Mal wieder 400 Feinde. Der Dunkelfürst, es ist Zeit. Show your moves. Und hier sind wir in der nächtlichen Gerudewüste und ja, Stufe 20 sollte reichen. Wir können sogar noch jemand mitnehmen. Ja, ist eigentlich völlig egal. So, passt schon. Blitzfee? Können wir auch mal ausrüsten? So, wer soll ich, ja. Das sind doch eh, die beiden sind doch eh Best Buddies. Die sind doch eh beste Kumpels im Legendenmodus geworden, nicht wahr? Neue Mission, bis sie gefunden hat, Feinde vor den anderen Truppen. Der Boss-Bild implant, etwas muss schnell gefistet werden. Und Dunkel Tetra ist diesmal hier. Ich habe noch nie Materialien von Tetra bekommen. Die brauche ich. Für manche Materialien hier. So. Katsching. Der Agirim hat einfach Swag. Der macht euch alle weg. So. Und Schlitz. Alter, wie der sich immer einen ablacht. So, Dunkeltetra besiegt. Bitte gib Material her, bitte. Ja, Silbermaterial, endlich. Wie langweilig, aber ich bin selbst schuld, dass ich eine Herausforderung erwartet hatte.
Die Horde, die halten schon wieder nichts. Was ist denn hier los? Okay, Spezialangriff. Erstmal schön verbeugen, wir bleiben immer höflich. Wir sind ein höflicher Dunkelfürst. Wir sind ein Fürst, sind wir ja. Manchmal auch ein bisschen ein Homo-Fürst, aber das ist für Girem ist das okay. Das ist völlig okay. Ich habe mich des feindlichen Kommandanten angenommen. Er postet halt auch gerne rum und das, es ist halt Girahim. So, Dunkelzetra ist zurückgekehrt. Na schön für dich. Biatsch. Alter. Ja, Santo geht auch ganz schön ab. Da kommt schon wieder ein Massenkönig angeschissen, den keiner bestellt hat. Wer hat den Vogel losgelassen? So, zu sichert man auf den Hammer wechseln. Auf den Hammer habe ich gesagt. So. Sag mal, geht's noch? Ich habe mich des feindlichen Kommandanten angenommen. So, was zur Hölle? Was ist jetzt hier los? Verbeugen. Und Special Move. Bam. Hey, wer hat den Vogel jetzt einen auf den Kopf gehauen? War das Santo? Ich habe nichts gemacht. Lol, ist schon vorbei. Ist schon vorbei, das ging ein bisschen zu schnell. Habt ihr wirklich gedacht, ihr könntet euch meiner Pracht entgegenstellen? Ey, diese Siegesanimation ist so verstörend, dieser Quatsch mit der Zunge, boah, wie so eine Eidechse. Ja, wir haben Tetras Sandalen. Mir voll die Schuhe geklaut, was ist das denn, wir sind so fies. So, ist das ein neues Kostüm für Girem oder nicht? Natürlich, für Girem war ja auch über ihn begrenzt, das macht jetzt irgendwie auch Sinn. Der Dunkelfürst kann sich endlich nur einkleiden. Ada, ada. Es wird Zeit für einen neuen Stil. So, guckt mal, hier Standard kennen wir schon, jetzt Standard Wind. Oh mein Gott, it's beautiful. Es ist so wunderschön, es ist so schön bunt. Es ist eine Anspielung an Carnifora, der Boss von Tantopia aus dem verbotenen Hain in Wind Waker, wisst ihr doch. Daran ist das Kostüm angelehnt. Und ich finde, Girem, der kann sowas tragen. Auf jeden Fall, dem steht das ausgezeichnet. Da freut er sich endlich mal ein neuer Fummel für ihn. Und hier unten kann man ja schon wieder eine neue Waffe bekommen für Toon Link. Oh mein Gott, Toon Link, Toon Link, Toon Link. So, das kannst du nicht Toon Link, aber natürlich können wir das. Dafür ist sogar noch Zeit in dem Part. Auf jeden Fall, sein Stufe 2 Schwert. Und sogar... Ja, guckt mal. Nicht nur eine Bergungsarm, sondern auch ein Herzcontainer, eine Feenkleidung, besser gesagt so eine Art Accessoire, so ein Spiegelchen. Aber das Spiegel ist, glaube ich, eher fürs Gesicht, das dann eigentlich eher Schminke. Und Fleisch. Das ist eine Fleischkeule. Vielleicht ist hier sogar schon endlich die Nahrung, die ich brauche für meine Feuerfee. So, Abenteuerschlag besiegt die Truppe mit der gestärkten Moral, Stufe 1 begrenzt auf Toon Link. Alles klar. Dann zeig mal, was du kannst. Stufe 25 muss reichen. Ich habe hier dieses Schwert. Ich brauche eh noch sehr viele K.O.s, damit dass sich dieses Siegel endlich mal löst. Und... ja, meinetwegen nehmen wir mal wieder hier, weil Licht empfohlen ist, wirkt die Lichtmagie wahrscheinlich von ihr jetzt auch ein bisschen stärker. So, jetzt muss ich erstmal schauen, wo könnte was sein? Nordfell-Festung. Mhm. Die ist zum Glück relativ näher und hier gibt es auch wieder Eulenstatuen. Ja, nice! Und dann noch bei der Quelle der Göttin. Irgendwo wird der Herzcontainer sein. Was ich nicht wissen kann, ist, in welcher der ganzen vielen zahlreichen Festungen die Feennahrung steckt. Denn das ist immer in so einem braunen Krug drin, den ich kaputt machen muss. So wie die Feengefährten selber ja auch. Und los geht's. Besiege Pyroma. Schon wieder Pyroma? Könnte sich mal über den anderen einfallen lassen. An verschiedenen Orten sind Kämpfe ausgebrochen. So, wenn deine Hauptleute fliehen, steigt die Moral der Truppen von Pyroma. Leute, das kann man oft nicht verhindern.
Weil ihr kennt ja unsere Hyrule-Hauptmänner, die taugen ja nix. Die halten ja nicht viel aus, ne? Die sind ja oft sehr schnell am Fliehen. Ja, ich frage mich, ob ein Kampf mit dir meine Zeit wohl wert ist. So, Befestiger wurde auf den Schlachtfeld gesichtet. Was ist denn hier los? Befestiger rückt auf eine fällige Festung vor, um sie zu verstärken. Siege den Befestiger. So, also wie gesagt, immer in solchen braunen Krügen, wo sonst nur Rubine drin sind oder Item-Power-Ups. Seht ihr, der Harry Hopman ist jetzt schon in Bedrängnis. Dieser Vollspacko. Das kann aber nicht wahr sein. So, Special Move, Riesenwirbel Attack. Was? Alter, da sehen wir direkt Sternchen. Ja, der Harry Hopman ist in Gefahr. Guckt er den an. Guckt er den nochmal an. Die können, du kannst sowas hier nicht verhindern. Das ist doch darauf ausgelegt, dass du das... Seht ihr? Der Harry Hopman ist geflohen. Die Schlacht geht gerade mal knapp eine Minute und der Depp ist schon abgehauen. Was für eine Pussy ist das eigentlich? Dann geh doch nach Hause zu Mutti. Du dummes Opfer hier. Was ist das? So, die Moral der Trumpfverbrüche steigt. Du Reisgesieger. Wenn der so dumm ist, dass er ein bisschen durchhält. Weißt du, ein bisschen... Ja, der Zweite ist geflohen. Das ist doch Absicht. Das machen die doch absichtlich. Die gehen doch schon davon aus, dass sie es nicht schaffen und gehen einfach, diese Spackos. Ja, hier, der Dritte ist geflohen. Deine Mutter ist geflohen, dass sie dich nackt gesehen hat. Sie hat den Anblick nicht ertragen. Kann ich auch voll verstehen. So. Aber davon sollte man sich jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen. So, hallo, was ist los? Bitte Festung erobern. Ich habe den Kommandanten gekillt. Das geht. Wieso wird die Festung nicht eingenommen? Ach, jetzt auf einmal. So, gib die Blitzfee her. Halt die Fresse! Mann, macht einen das aggressiv, dieser Harry Hopman ist durch die größten Spasten überhaupt. Ganz ehrlich. Also das ist der... Das ist, du kannst sowas nicht verhindern, es geht nicht. It's impossible. Es ist einfach nicht machbar. Es geht wirklich nicht, ihr könnt das nicht verhindern. Das ist ja das, was die Schlacht ein bisschen schwieriger macht. Ich meine, ich kann nicht gleichzeitig an fünf verschiedenen Orten sein und fünf verschiedene Trottel retten, die eh zu nichts taugen. Und die nicht mal eine Minute gescheit durchhalten und schon sind sie weg. Da soll mir jetzt mal einer erklären, dass das geht. Wenn der jetzt nicht in meiner unmittelbaren Nähe ist, ist das doch nicht möglich. So. Take this. Lichtexplosion. Skadoosh. Jawohl. So, wo ist denn jetzt diese Eulenstadt? Ich glaube, die ist auf der anderen Seite. Ja, nicht schlecht, hast du heimlich geübt. Jo, natürlich habe ich das. So. Natürlich habe ich geübt. Die Moral der Truppe hat sich mit der Zeit wieder normalisiert. Bis der nächste Hurensohn flieht. Bis der nächste Spacko sich verpisst. Zur nächsten Imbissbude. Weil er denkt, das Knut in der Mange, jetzt müssen wir mal was essen gehen. Das verlässt er der Schlachtfeld einfach so. Ja, dann geh doch zu McDonalds. Krieg einen Herzinfarkt mit dem ganzen fetten Food. Der Fast Food hier. So. Hau doch einfach ab. Dich braucht hier eh niemand. So, ich kann das auch alleine. Wer braucht schon Harry Hopman-Männer? Lächerlich. Der kleine Toon Link ist so adorable, der schafft es auch alleine. Der lässt sich hier von niemandem sexuell belästigen. Schon gar nicht vom Pyroma, dem perversen Bettlaken. Du bist zu stark, Link. Naja, sicher. Aber hallo. So, was? Imper in Bedrängnis? Scheiße, nein! So, jetzt haben wir schon mal eine Ohrenstadt aktiviert. Ah, ich darf nicht verlieren. Nicht auf diese Weise. Da hier, der nächste ist in Gefahr. Da oben! Wie soll ich denn da jetzt noch rechtzeitig hinkommen? Jetzt pass auf, ich laufe hin. Ich laufe. So schnell kann ich gar nicht mehr rennen. Noch schneller würde ich nur mit Magie rennen, aber es geht gerade nicht. So, jetzt guckt mal. Oh, welch ein Wunder, ich habe ihn gerettet. Einen habe ich retten können. Einen, weißt du? Einen. Ja, danke für die Hilfe, aber das kostet extra. Die Rechnung kriegst du noch mit Post geschickt. Mit einem Einschreiben. So. Ich mache das doch hier nicht zum Spaß, dass ich die rette. Wenn die zu nichts taugen, wenn die immer an die Hand genommen werden müssen. So, Belagerer wurde gesichtet. Siehst, jetzt auch noch belagern, natürlich, Festungen sabotieren. Sonst noch Wünsche, hä? Sonst noch was?
Warum gibt es eigentlich da rechts oben eine Eulenstadt, obwohl mir das eigentlich nicht viel bringt, weil ich da sowieso nicht durch kann? Da ist die Festung zu, seht ihr da rechts drüben? Da komme ich gar nicht hin. Es ist Schwachsinn. Ich bin lieber glänzend wie ein Wrack in einem Schatz und nem Meer. Was habe ich hier schon wieder total verkehrt? Es ist doch ein Schatz in einem Wrack und nem Meer. So, der Belager ist dabei, eine Festung zu sabotieren, oder jetzt gibt's gleich auf die Fresse hier. So, wo könnte überhaupt die Feennahrung sein, hä? Hat jemand eine Ahnung, wo könnte die sein? Oh, hier ist vielleicht die Kleidung drin, oder? Was ist hier drin? Es ist die Feenkleidung, auch bester Spruch von Arli, wir benötigen die Festung mehr als sie, also als die Feinde. Hat sie schon recht. So. Vielleicht ist natürlich das, vielleicht vermutet man das deswegen nicht, dass vielleicht in dieser Festung, obwohl hier sonst nichts ist, sind hier aber Krüge? Nö, sind nur, doch. Okay, nicht gefunden. Das ist ein Power-Up für Bomben, das brauche ich jetzt auch nicht. Ich brauche meine Ocarina. Ja, der öffnet nicht mal die Lippen. Was ist denn das für eine billige Animation? Der nimmt die nicht mal richtig in den Mund. Die Ocarina. Wir haben da jetzt gerade Musik gemacht. Also manchmal geben sie sich einfach keine Mühe. Was soll denn das? Wäre das so schwer gewesen? Na gut, da hätten sie bei jedem Charaktermodell bewegliche Lippen machen müssen, ne? Wer hat jetzt hier eine dicke Lippe riskiert, hm? So, komm, jetzt gehen wir mal hier unten in Schloss Hyrule rein. Machen die Blitzbarriere weg. Ach so, nee, die habe ich ja noch. Oh, diese Assis. Die haben ja schon wieder zwei. Man kriegt eine Fee, aber es gibt zwei Barrieren, weißt du? Das ist ja auch fies. So, wo war jetzt noch was? Quelle, ach, die Quelle der Göttin ist ja wieder komplett woanders. Die ist ja wieder komplett am anderen Ende. Ich kann das auch so machen. Ich kann ein bisschen Schaden kann ich einstecken, das kann ich mir ja erlauben. So. Und wenn die Festung eingenommen wurde, ist die Barriere auch im Arsch. So. Gibt's ja nicht. So, hier kriege ich mein Herz wieder voll. So, SP sind voll, Magie, alles ist voll, alles voll. Tunlig ist so voll. Alter, immer diese zweideutigen Aussagen, ich weiß ja nicht. Aber wie sagt man doch immer, wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß. Was glaubt ihr eigentlich, was es für Regel 34 Material mit Toon Link gibt? Das ist schon krank. Das ist echt nicht lustig. Aber hey, es sind ja immerhin nur Bilder, ja? Das tut ja keinem weh, da wird ja keiner wirklich vergewaltigt. Das ist ja nur eine Zeichnung. Pervers, ja. Aber verboten? Nein. Es ist Fanfiction, Leute. Fanfiction. Da steckt ja schon das Wort Ficken drin. Fanfiction. Versteht ihr? Nee? Auch egal. Schreibt man ja auch nicht so. Verarscht. Als ob man das so schreiben würde. Da würde sich jeder dann aufregen. Warum schreibt man das so? Das ist ja voll das obszöne Wort. Deswegen sage ich ja, das stimmt ja auch nicht. So. Wo ist denn die? Ich brauche unbedingt die Feenahrung. Unbedingt. Die muss doch hier bitte jetzt irgendwo sein. Es muss so ein goldenes Säckchen mit Nahrung sein. Da ist das dann. Aber ich kann halt nicht wissen, in welcher Festung das ist. Also von daher eigentlich immer in jeder Festung alle braunen Krüge zerdeppern. Damit man das dann mal findet. So. Welcher Dödel hat eigentlich da oben die Festungen so abgeriegelt, dass ich da nicht rein kann? Von der einen Seite. Das ist doch voll bescheuert. Jetzt seht ihr, jetzt muss ich von hier drüben, muss ich extra dahin latschen. Das ist doch nicht zum Aushalten. So, wie lange? Schon 9 Minuten. Naja, okay, Pyroma ist ja ziemlich schnell down. So, hier vielleicht. Auch wieder nicht. Nur Rubine. Hier vielleicht. Auch wieder nicht. Und das waren die... Oh, das waren die ganzen Krüge. Also die ganze Braune. Den anderen ist ja...
Immer nur da drin, Herzen, Magie, Forstkristalle. So, hier, das ist die beste Kombo, um hier viele Feinde zu treffen. Diese große Wirbelattacke. Oder auch das hier, boom. So. Wehrfestung eingenommen und Alter, oh mein Gott. Jetzt muss ich aber wirklich mal kurz einen fahren lassen. Mit der Kraft des Lichtes. So, na, als ob ich jetzt die eine Ohrenstatt noch groß brauchen würde. So, stirb Kartoffel. So, da wollen wir nicht wahr sein. Wo ist meine Feenahrung? Warum? Wo ist die? Wer hat mir die Feenahrung geklaut? Wer hat die versteckt? Wer hat die schon, hat die vielleicht schon jemand gegessen? So, Mission endlich erfolgreich. Gibt's ja nicht. So. Gesamten Truppen von Pyroma-Rücken gegen Lingfeuer. Ja, probiert's doch einfach, ihr Spackos. Try it. Es könnte natürlich jetzt auch sein, und ich glaube, ich vermute das auch einfach mal, vielleicht ist ja in der Quelle der Göttin die Nahrung drin, weil da war ich noch nicht. Also schauen wir doch gleich mal rein. So, vor allem hat Zunlink sein Herzcontainer auch noch nicht bekommen. So, der Part, ja gut, der wird jetzt vielleicht doch ein bisschen länger, aber das ist mir egal. Ich will noch, diese Mission will ich jetzt noch zu Ende bringen, ich höre sicher nicht mittendrin auf. So, bitte, Feenahrung, bitte. Ja, endlich, da ist sie, seht ihr, so sieht das aus. Nahrung erhalten und die habe ich jetzt dauerhaft, ab dem Zeitpunkt können auch Gegner diese neue Nahrungsart hinterlassen. Kommt natürlich auch auf den Gegner selber an. Nicht jeder Gegner droppt dieselbe Nahrung, sollte auch klar sein. Ah, bin ich froh, dass ich die noch gefunden habe. So, jetzt machen wir schnell hier die Quelle der Göttin noch sauber, so. Und dann gönnst du dir bitte noch deinen Herzcontainer. Aber vorher noch ein bisschen Magie. So. Also, bitte öffnen. Ja, da freut sich der kleine Mann. So. So macht man das. Und ich habe immer noch genug Zeit. Ich werde gleich sehen, wie schnell Pyroma wieder down geht. Ein Riesenmonster gibt es ja hier keins. Also haben wir eh schon so gut wie gewonnen. So, komm her. Du wirst mich nicht sexuell belästigen. Ja, wie ich gegen dich abschneide, ich werde dir gleich was abschneiden. Und zwar dein Penis. Ah, guck, da schau, wie ich den fertig mache. Der hat keine Chance. Wenn ich dann jetzt meine Stufe 2 Waffe habe, mache ich die sogar noch fertiger als fertig. So, komm her. Riesenwirbelattacke. Und schlitz. Und gleich nochmal. Ich bin überrascht, wie stark du bist, naja. Klein, aber oho, kann man da nur sagen. Kleiner Mann, ganz groß. So, hey, Pyroma. Wie wär's mit Bomben, hä? Hast du Bock auf Bomben? Lampenölseile Bomben? Heute aber nur Bomben, aber dafür extra dicke Bomben. So, und das war's. Und was droppt da? Silbermaterial, ist okay. Irgendwie haben wir gewonnen. Mann, bin ich jetzt fertig. Ja, Zeit zum Mittagessen. Bei mir ist nämlich gerade 12 geworden. Immer noch eine zuckersüße Siegesanimation und Katsching Rang A. So, Waffe erhalten, Phantomschwert. Ein leichtes Schwert für Anfänger, der starken Angriff lässt sich mit einem Schwung gegen den Schlingen ausweichen. In der Luft kannst du weitere Angriffe ausführen. Ist natürlich aus fettem Mauerglas, sollte ja klar sein. Der passende Schild auch noch dazu. Sehr schön. Dann noch dies und jenes und aha, naja gut, das andere ist jetzt alles nicht so überragend. So, eine Bossblinkhorde, guten Material, alles nehmen. So. Die Piraten-Aura, ja? Es gibt nicht immer nur Schminke für die Feen, es gibt auch eine Aura. Okay, so, und hier, erlesenes Universalfutter. Das ist gar kein Fleisch, es ist Universalfutter, aber es ist okay. Und es ist Gold. Und dann noch eine Dekonuss.
So, und wir haben den Berg zusammenbekommen. Also hier haben wir alles geholt. Die Waffe, den Herzcontainer, die Feenkleidung und die Nahrung. Alles super. Und im nächsten Part seht man, hier hätte man, und das werde ich glaube ich dann auch wieder offscreen machen, hier hätte man nämlich König Daphnus freischalten können. Ich mache es der komplette Teil trotzdem, dass ich den Möbel füttere, damit man das besser sieht. So. Hier hätte man König Daphnus bekommen, hätte man nicht ihn schon im Legendenmodus freigeschalten, so wie hier drüben Tetra. Also, ja, das mache ich offscreen und den nächsten Part, ich glaube, da fange ich dann hier wieder an und dann da gibt es da noch für Zelda noch eine Waffe, alles klar. Es gibt noch so viel zu tun. Bis zum nächsten Mal wieder auf der großen weiten Meerkarte von Wind Waker in der Definitive Edition von Iron Warriors. Bis dann, macht's gut und tschüss!